Guten Morgen. Zum Frühstück gibt es heute wieder Haferflocken, eingeweichten Wasser mit einem großen Apfel, auf den ich mich sehr freue, weil das, was ich probiert habe, sehr, sehr lecker war. Und Heidelbeeren obendrauf. So, zum Mittagessen habe ich jetzt Kartoffeln gedämpft und ich werde jetzt ein paar einfach so essen, weil ich jetzt schon wieder los muss. Ja, und dann habe ich für später noch ein bisschen Gemüse vorgeschnibbelt. Das werde ich mir dann so wahrscheinlich mit den restlichen Kartoffeln essen. Die sind ziemlich heiß noch. So, ich bin wieder zu Hause und jetzt gibt es noch diese restlichen Kartoffeln hier. Als ich heute Mittag angefangen habe, Kartoffeln zu essen, waren das ungefähr doppelt so viele. Ja. So, ich war jetzt gerade bei einer lieben Bekannten und habe dort einen Pfirsich und einen Apfel gegessen. Und ja, jetzt werde ich das Gemüse essen, was dank des Instant Pots noch warm ist. So sieht das Gemüse aus. Karotten mit Bohnen, Prinzessinnenbohnen. Ich wollte euch noch eben zeigen, was ich meiner lieben Bekannten mitgebracht habe. Ich habe ihr was Selbstgemachtes mitgebracht und zwar meine Dattelpralinen. Einfach Datteln klein hacken, mit ein bisschen Kakao vermengen, mit ein bisschen Haferflocken vermengen, dann formen und in Kokosraspeln rollen. Und dann habe ich das in ein Glas getan, abwechselnd immer mit einer ganzen Dattel und ja, sie hat sich sehr gefreut. So, und jetzt esse ich noch ein paar Paranüsse und dann gehe ich ins Bett. Eigentlich wollte ich schon längst im Bett sein, aber ich habe gerade ein Notfall-Coaching, was ich durchführen möchte, ja, damit die Person sich gerade besser fühlt und ja, einfach ein bisschen Support kriegt so von mir. Und deswegen mache ich mir noch Haferflocken mit Marmelade und werde das Futter an. Das sind eigentlich ziemlich viele Haferflocken, so. Ja, aber ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr, noch irgendwas zu kochen oder so. Deswegen gibt es jetzt dieses Standard einfache. Einfach, lecker, macht satt. Funktioniert. Top. So, das war's aber jetzt. Gute Nacht.